Unterwegs ist V60328. Sie gehört der Dampfbahn Kochertal und wird von der Gesellschaft für Eisenbahnbetrieb für Güterverkehre und Bahnbauleistungen genutzt. Die blaue Farbgebung hat sie bei der Voreigentümerin erhalten. Betriebshalt in Michelau. Abseits des neuen Haltepunkts steht das alte, schmucke Bahnhofsgebäude. Die V60 hat eine bunte Wagenmischung am Haken. Sie fährt heute Ersatz für die ausgefallene 64419. Ab Rodersberg-Oberndorf beginnt die obere Wieslaufbahn mit einer Maximalneigung von über 25 Promille. Dieser Streckenabschnitt ist heute eine Museumsbahn. Für den Streckenabschnitt Rudersberg-Oberndorf bis nach Welzheim ist die Schwäbische Waldbahn GmbH zuständig. Auch die V60 hat mit der Steigung ihre liebe Mühe. Sie stammt aus dem Baujahr 1957 von der Maschinenfabrik Esslingen. In langsamer Fahrt ist der Zug auf der Museumsbahn unterwegs. Zu den besonderen Kunstbauten gehört der 121 Meter lange Strümpfelbach-Viadukt bei Weiler-Steinbach. Die Strecke steigt weiter kräftig an. Eine Verschnaufpause gibt es im Bahnhof Laufenmühle. Der Bahnhof Laufenmühle, früher nur eine Holzverladestelle, heute ein wichtiger Touristenpunkt.
Gleich nach dem Bahnhof Laufenmühle folgt ein weiterer großer Kunstbau. Der 25 Meter hohe und 168 Meter lange Laufenmühle-Viadukt. Nach einer guten Stunde Fahrt wird der Bahnhof Welzheim erreicht. Endpunkt der knapp 23 Kilometer langen Strecke. In den Monaten von Mai bis Dezember sind die Museumszüge regelmäßig auf der Schwäbischen Waldbahn mit Dampf oder Diesel unterwegs. An den Werktagen fahren zwischen Schorndorf und Rudersberg-Oberndorf die Züge des Wieslauf-Express. Die Regio-Shuttle werden von der Württembergischen Eisenbahngesellschaft betrieben.